dass Hideaki Itsuno als Game Director für Devil May Cry 5 nicht nur viel eigene Erfahrung mit der Serie mitbringt, sondern auch einige Capcom-Veteranen um sich geschart hat, merkt man vom ersten Moment. Zwar haben sich die Figuren im Vergleich zu Teil 4 visuell etwas verändert, Nero zum Beispiel zeigt eine gewisse Ähnlichkeit zum bei vielen Fans verhassten Dante aus Ninja Theories Neuinterpretation DMC, während Dante im Wesentlichen nur leicht gealtert ist, aber hinsichtlich des jungenhaften Schalks in der Mimik gelegentlich an Tom Cruise erinnert. Doch bei der Inszenierung ist man so herrlich überzogen wie in Teil 3, dessen Einstieg mit seinen hanebüchenen Sequenzen in Dantes Devil May Cry Büro die Essenz von Capcoms stylischer Action seinerzeit auf den Punkt brachte und definierte. Vom Intro über die markanten Zwischensequenzen, die ebenso wie der Rest der Kulisse die Qualität von Capcoms hauseigener RE-Engine zeigen und die mit ihren teils albernen, teils sehr subtil witzigen Dialogen punkten, schafft Devil May Cry 5 eine spannende erzählerische Grundlage. Dass diese um ein paar neue Figuren ergänzt wird, wie die Waffenschmiede Nico mit ihrem herrlichen Südstaaten-Akzent oder den gleichermaßen charismatischen wie geheimnisvollen V, der neben Nero und Dante als dritte Figur spielbar ist, tut der Geschichte ebenfalls gut und sorgt für interessante Wendungen. Wer übrigens keinen der anderen Teile gespielt hat, bekommt mit der DMC-Historie einen guten Überblick über die bisherige Story. Bei der Action gibt man sich ebenfalls keine Blöße. Hinsichtlich der Geschwindigkeit etwas träger als DMC oder Platinums Bayonetta, aber deutlich vor Devil May Cry 4 setzt man bei den Kämpfen in erster Linie auf die Dynamik sowie die Unterschiede der drei Haupthelden. Und das sorgt trotz aller Gemeinsamkeiten bei der grundsätzlichen Steuerung für ein angenehm abwechslungsreiches Spielerlebnis. Die Charakterauswahl für die 20 Missionen ist dabei meist vorgegeben. Im Rahmen der Story hat man nur in sehr wenigen Levels die Wahl, wen man übernimmt, wobei sich die Figuren sowohl das Orb-Konto für ihre individuellen, umfangreichen Upgrades als auch die Lebensleiste oder die Anzahl der Fortsetzungen nach dem Ableben teilen. Sehr schön dabei übrigens, man kann an bestimmten Punkten sehen, wo sich die Wege überschneiden und der anderen Figur beim Kampf oder anderen Aktionen zusehen. Nero setzt auf seine austauschbaren Arme und die damit verbundenen Spezialaktionen, um seine Schwert- bzw. Schrotflintenkünste zu ergänzen. V hingegen verlässt sich auf seine beschwörten Begleiter, die er auf die Gegner hetzt und als vermeintlich schwächster der drei Helden nur dann aktiv in die Auseinandersetzungen eingreift, um den Finisher zu setzen. Dante wiederum setzt sich mit seinem durchschaltbaren Arsenal an Nah- oder Fernkampfwaffen sowie den bereits aus den direkten Vorgängern bekannten Stilen wie Trickster oder Swordmaster gegen die Dämonen zur Wehr. Doch egal, mit wem oder welcher Bewaffnung man unterwegs ist, reicht es nicht, die fiese und durchaus abwechslungsreiche Brut wieder in die Hölle zurückzuschicken. Klar, man kommt ans Ziel, doch wer hohe Punktzahlen und damit viele Bonus-Orbs für die Upgrades einheimsen möchte, muss auch stylisch kämpfen. Soll heißen, man muss seine Angriffe in den Arenen möglichst variantenreich gestalten, um seine Kampfwertung bis zu einem Dreifach-S zu bringen. Aber Achtung, wer von den Gegnern getroffen wird, büßt einen Großteil seiner bis dahin erreichten Wertung ein. In Momenten, in denen man von einem Doppel-S auf ein C runtergeschuft wird, ist der Ärger groß. Und er schlägt in leichten Frust um, wenn der gegnerische Treffer aufs Konto des suboptimalen Ausweichmanövers geht, das in der ansonsten vorzüglichen sowie prompt auf die Eingaben reagierenden Kampfmechanik ein ums andere Mal auffällt. Denn zum einen findet die Ausweichrolle nur seitlich statt. Man kann diese Bewegung weder nach vorne noch nach hinten aktivieren und man kann sie nur nutzen, wenn man einen der Gegner anvisiert hat. Daran kann man sich zwar gewöhnen, es bleibt aber unnötig umständlich und wird auch durch die manchmal nicht der Action folgenden Kamera negativ begünstigt. Es hätte zumindest in Ansätzen dadurch gelöst werden können, dass man eine Taste dezidiert zum Ausweichen nutzt. Ebenfalls nicht ganz so gut gelungen sind die Plattformsequenzen, die aber glücklicherweise nur selten eine Rolle spielen. Da auch hier die Kamera immer wieder nachjustiert werden muss und die Kollisionsabfrage nicht immer akkurat zu arbeiten scheint, fällt es schwer, Entfernungen einzuschätzen und die Sprünge zu meistern. Abseits dieser Probleme fällt noch das mitunter etwas schwache Trefferfeedback auf, das allerdings im Rahmen der aufwendigen Gefechte sowie den nach allen Regeln der japanischen Bosskampfkunst inszenierten Level-Endgegnern Jammern auf hohem Niveau darstellt. Dass die RE-Engine bei Mimik und Effekten einiges zu leisten imstande ist, haben Resident Evil 7 und zuletzt das Remake von Resident Evil 2 gezeigt. Und die Engine überzeugt auch hier in vielerlei Hinsicht.
auf PS4 Pro sowie Xbox One X mit bis zu voller 4K-Auflösung in schicken 60 Bildern pro Sekunde durch die Gegner zu pflügen, sorgt mit dem stattfindenden Effekt Overkill für einige Hingucker, während die Zwischensequenzen als Ruhepol einen Kontrapunkt zum Action-Staccato liefern. Es gab zwar eine Handvoll Momente in der Spätphase, in der die Engine minimal ins Stocken geriet und die 60 Bilder nicht mehr halten konnte, doch da diese nur in Erkundungsbereichen und nicht Kampfarenen auftauchten, nehmen diese keinen Einfluss auf die Wertung. Etwas problematischer ist hier der etwas zu hohe Fokus auf die Unterwelt-Level, deren prinzipielles Design zwar gelungen ist, aber an dem man sich irgendwann satt gesehen hat und etwas mehr Abwechslung wünscht. Die angedeuteten Mikrotransaktionen, bei denen man in den Echtgeldstores die für die Aufwertungen nötigen roten Orbs kaufen kann, sorgen allerdings für einige Sorgenfalten. Gegenwärtig ist allerdings noch keine direkte Verbindung zum PlayStation bzw. Xbox Store integriert und eine Nachfrage bei Capcom zu Umfang und Preis der Mikrotransaktionen blieb noch unbeantwortet, sodass wir uns vorbehalten, die Wertung gegebenenfalls anzupassen. Doch letztlich bleibt trotz aller Schönheitsfehler festzuhalten, dass Capcom gut daran tat, die Serie wiederzubeleben. Mit Devil May Cry 5 hat man eine vom spannenden Anfang bis zum knackigen Finale durchweg gelungene Fortsetzung seiner stylischen Action abgeliefert. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it.